Olli, du gibst eine Party und ich würde sagen, du setzt die Kopfhörer auf, hörst schon mal in die Partymusik rein, ja. Stellst dich mit dem Rücken zu uns. Kommen wieder Gäste? Ja, es kommen mal Gäste zu dir. Du sollst nicht wissen, wer. So, der Mann ist hoffentlich jetzt gehörlos. Jedenfalls uns. Ja, sieht so. Olli! Gut. So, ihr seid jetzt Ollis Überraschungsgäste. Ich werde euch gleich der Reihe nach reinklingeln, und zwar in der Reihenfolge. Lars, du bist ein japanischer Haushaltsroboter. Allerdings mit einem Programmierfehler, denn du beschwerst dich ständig über alles. Ja? Tietje, du hast die letzten 30 Jahre in einem Atombunker zugebracht und weißt überhaupt nicht, wie die Welt mittlerweile aussieht. Und Caroline, du stellst dir einfach mal vor, du bist das gemeinsame Kind von Bushido und Yvonne Katterfeld. Ja. Ja. Nee? Nee, klar, kein Problem. Kein die kleine Bushido-Katterfeld, ich freue mich schon. Oder wir nennen sie Bussi-Katterfeld. Bussi. Der dicke Onkel ist da und holt den Kopfhörer. Du hast, als wird ein rauschendes Fest. Ja. Olli, also ich hast mir wieder ein paar schöne Psychopathen eingeladen. Ganz reizende Geschöpfe. Ich würde mal sagen, guckst mal, ob du genug zu trinken hast und dann geht's los, gell? So, wegen mir können wir anfangen. Wo bleiben denn die Gäste? Ja, komm doch rein, Hallöchen! Auch guten Tag! Darf ich dir vielleicht schon mal einen Kölsch anbieten oder eine Kanne Öl oder irgendwas? Ja, das ist mein Hund, der Rex. Magst du Hunde? Kennen wir uns aus dem Japan-Urlaub? Wo haben wir uns kennengelernt? Hast du auch einen Ausknopf? Da kommt der Nächste. Mach schon mal alleine weiter. Hallöchen! Hallo, hallo, hallo. Tag! Schön, dass du kommen konntest. Was war denn das für ein Geräusch eben, als ich auf den Knopf gedrückt habe? Das war ja heftig. Das war vielleicht mein Roboter. Ich muss mich entschuldigen. Boah. Oh mein Gott, was für ein Friseur, das ist ja heftig. Mit welchen Haaren denn, du Komiker? Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Woher kennen wir uns nochmal? Oh, das ist lange her, Ja. Sag mal, was ist denn das? Darf ich vorstellen, das ist D2O oder so ähnlich? Hallöchen. Oh, was ist das? So redet er schon seit Stunden, wenn ich das wüsste. Ja. Darf ich dir was zu trinken anbieten, irgendwas? Ja, gern. Oder was zu essen? Wie wär's mit einer Erdbeerbowle? Erdbeerbowle. Ja, hab ich da. Toll, dass du so eine Fete gibst. Bitteschön. Oh, jetzt haben wir ein Gewicht bekommen. Ja, schon wieder hier. Hallöchen. Für dich schiebe ich die Wolken weiter. Du kommst aus Japan, deswegen kannst du das nicht wissen, aber du darfst in keinem Fall diese Tür aufmachen. Alter, mach die Tür auf, Alter! Ich diss dich, volle Kanaille! Hallöchen! Hey, weißt du, wo Wayne ist? Wayne? Ist Wayne schon da? Nee, Wayne habe ich diesmal nicht eingeladen, der stinkt, finde ich. Aber komm doch rein, bitte. Ey, Alter, laberst du über den? Ey, egal, was sie du über mich labert, ne? Der ist der größere Assi, auf jeden Fall. Ja, ne, das höre ich oft. Was machen Sie da? Entschuldigung. Wie kommt es, dass dieses Bild an der Wand sich bewegt? Das ist ja Wahnsinn. Weil sie Drogen genommen haben, deswegen. Ja. Für dich schiebe ich die Wolken weiter. Gar nicht nötig. Sonst siehst du den Sternen Himmel. Mir wird schon reichen, wenn du die Fresse hältst, ehrlich gesagt. Ja, die Fresse halten, Alter. Du hältst doch die Fresse, Alter. Naja, aber es ist nicht gemein. Darf ich vorstellen? Ich bin Agro Berlin, Alter. Ich bin Agro Berlin, Alter. Ey, nimm die scheiß Maske ab. Hier, der ist viel besser als Wayne. Auf eine Art. Wayne, wo ist Wayne? Wayne ist draußen, hinter dem Parkplatz. Ganz weit runter. Über die A2 und dann rechts ab. Kannst du nicht verfehlen. Ich hab irgendwie das Gefühl, du willst mich loswerden. Nein! Ich muss erst mal rauskriegen, wer das hier ist. Hallöchen. Hallo. Na? Du sag mal, ist der Helmut Schmidt jetzt eigentlich noch hier Chef von dem Ganzen? Helmut Schmidt ist nicht mehr Kanzler. Dazwischen war noch Helmut Kohl. Ey, Alter, was ist mit dir los? Dann Gerd Schröder. Pack mich schon, und jetzt haben wir so eine Frau aus dem Osten, aber den Namen musst du dir nicht merken. Oh, okay. Du warst wohl länger weg, ne? Ich war wohl länger weg. Es gab auch ziemlich lange nur Trockennahrung. Die ist mir nicht so gut bekommen. Aha, okay, verstehe. Ja. Mensch, der macht ja alles sauber hier. Ja. Ja, siehst du, man kann auch Kleider dranhängen, wenn man sich
R2-D2, der Film ist doch gerade erst rausgekommen, oder? Ja, für dich schon. Ja, Für dich, Schiebe. Ich weiß! Wegen mir kannst du das Lied irgendwo hinschieben. André, was machst du denn hier? Wir hatten auch mal so eine Frau in der Nachbarschaft, die hat die Luke nicht rechtzeitig zugekriegt und da ist das ein bisschen auf die Stimme gegangen. Labest du mich an jetzt oder was? Was? Aber schön, dass ihr wisst, wer ihr seid. Das ist ja schon mal toll. Aber die hat ja solche Atomdinger, sag ich dir. Also, sie ist in jedem Fall eine Form von Yvonne Katterfeld. Aber was hat man mit Yvonne Katterfeld gemacht? Alter, egal was sie, du labert, verstehst du denn mit der Maske? Yvonne Katterfeld ist jetzt mit Dido zusammen und kommt aus Berlin. Und, fast. Sie ist eine Kreuzung aus Yvonne Katterfeld und einer... Und hier der Tante von Monroes, der Großen, die mal, hier. Ich stiss mich immer so mit dem. Ich stiss mich immer so mit dem Zido, mit dem der Maske Della, aber ich laber. Du bist Bushido und Yvonne Alter, Katterfeld. Alter, genau! Yeah. Ja, natürlich. Das ist ja einfach. So, Kinder. Jetzt wüsste ich noch gerne, warum hast du denn die letzten 20 Jahre verpasst? 30 Jahre verpasst. Du bist so eingefroren irgendwo unter dem Eis. Und manche Menschen haben den Tag danach nicht überlebt. Sozusagen the day after. Und die haben alle Glatzen gehabt wie du. War ich dabei? Sieht so aus, aber ich glaub nicht. Ja. Kommen wir mal zu unserem verwirrten Roboterfreund. Du bist ein Putzroboter aus Japan. Du bist ein Roboter mit Putzfimmel. Ja. Ein japanischer Roboter mit Putzfimmel. Der was tut? Der nervt wie die Sau. So kann man sagen, ja. So. 30 Jahre mit Mama und Papa allein im... Ehrlich gesagt, hast du nichts verpasst, aber das ist eine andere Geschichte. Also hast du auch den Mauerfall verpasst und alles? Mauerfall? Ja, die Mauer, die DDR gibt's nicht mehr, wir sind jetzt eins. Nee. Ich hätte es dir schon dabei bringen sollen, ich weiß, das ist jetzt hart. Ja, warum hast du die letzten 30 Jahre verpasst? Ich sag noch, Papa, mach die Luke zu! Ah, ihr seid vor 30 Jahren in den Atombunker gegangen, weil ihr dacht, es kommt... Yeah! Ich bin noch nicht Quatschen machen.